Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search. Und in diesem Video geht es um eine Aktie aus dem Sektor, den ich normal nicht so mag, der aber kurzfristig, glaube ich, zur Absicherung im Portfolio Sinn macht. Und bei dieser Aktie gibt es auch einen kurzfristigen und einen langfristigen Katalysator, weswegen sie innerhalb von diesem Sektor meiner Meinung nach gerade für Dividendeninvestoren auch interessant ist. Es handelt sich um die DNO-Aktie aus Norwegen. Das ist ein mittelgroßer Ölkonzern. Also nicht so ein Explorer, aber auch jetzt nicht so ein Multinational, was eigentlich keine schlechte Größe ist, weil man ist so operativ da noch nah dran. Wenn man was findet, hat das auch einen ordentlichen Hebel. Auf der anderen Seite hat man schon Felder in Produktion, verdient Geld, was das Risiko senkt. Und die Firma ist auch ein bisschen besonders, weil sie eigentlich zwei Asset-Arten hat. Die einen, die zuletzt zugenommen sind, das ist der langfristige Katalysator, sind in der Nordsee. Ja, wir in Europa haben ja auch ein bisschen Öl und es wäre natürlich auch bei einer militärischen Krise wichtig, weil diese Sachen aus Norwegen können wir fördern und das wäre natürlich wichtig, dass wir weiterhin da Zugriff auf Öl haben. Und das zweite spielt sich im Nordirak oder besser in Kurdistan ab, was so die Option ist. Was ist da jetzt passiert? Vor einem Jahr gab es Streitigkeiten mit einer Pipeline und die Türkei hat die dann zugemacht. Diese Pipeline geht ihr über Erbil, von den Ölfeldern bis nach Ceyhan in der Türkei. Und der Hintergrund ist so, eigentlich darf die Türkei nicht direkt von Kurdistan Öl kaufen, weil eigentlich das die Zentralregierung dafür zuständig ist. Dafür gab es dann eine Strafe vor einem Gerichtshof und diese Strafe will die Türkei nicht zahlen und hat deswegen die Pipeline zugemacht. Das ist natürlich eigentlich eine Lose-Lose-Lose-Situation für alle, weil Türkei verdient nicht, Nordkurdistan verdient nichts und Irak auch nicht. Und diese Pipeline ist natürlich auch geostrategisch besonders wichtig, weil aktuell hier ist ja mit Iran und Jemen, normal geht das Öl ja hier raus. Hier ist es ein Weg, diese Pipeline, das Öl direkt ins Mittelmeer zu bringen, was natürlich auch geostrategisch wichtig ist und alle, sag ich mal, im Westen daran Interesse haben, den Ölpreis zu senken, der zuletzt schon wieder gestiegen ist. Und da kann auch noch weiter was passieren, denn die Ukraine greift die russische Ölindustrie an, damit, das ist, denke ich, so der Hissen der Hintergedanke, die Amerikaner die Militärhilfen wieder hochfahren. Denn davor haben sie das nicht gemacht und das wollen die Amerikaner natürlich auch nicht, dass der Ölpreis steigt vor der Wahl. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Aber diese Raffinerien, die fehlen halt dann wirklich oder diese Leitungen, was dann den Ölpreis treibt. Und wenn dann sich nichts ändert, wird es auch eher so weitergehen, weil das trifft natürlich Russland schon auch empfindlich. Und natürlich auch im ganzen Gazastreifen, Jemen, das ist natürlich alles, bis jetzt da noch nichts passiert, aber kann was passieren. Deswegen könnte es Sinn machen, einen europäischen Ölförderer auch ein bisschen im Depot zu haben, der auch schon mal, ja, die Aktie ist ungefähr 800 Millionen wert, hat noch Netto Cash, aber auch schon 400-500 Millionen mal Free Cashflow verdient hat. Also wenn diese Pipeline wieder aufmacht, hätte man wahrscheinlich so ein EV/EBITDA von 1, was auch für so ein Ölförderer günstig ist. Da hängt man, hat natürlich extrem hohe politische Risiken, Kurdistan, das ist alles natürlich, sage ich, auch nicht so trivial, aber es gibt Leute, die sagen, allein das, was sie in der Nordsee haben, deckt eigentlich schon so ein bisschen den Firmenwert ab und Kurdistan ist eine Option. Die Produktionskosten dort sind extrem niedrig, von wahrscheinlich nur so 5 bis 10 Dollar. Also da kann man eigentlich immer ganz gut Geld verdienen, aber muss natürlich auch viel an Steuern abdrücken. In der Nordsee hatten sie aber sehr große Erfolge beim Finden von neuen Vorkommen. Ja, die sind dann nach Equinor die Nummer 2, die da an diesem Kontinentalschelf was gefunden hat, was natürlich Equinor, so ein 50 Milliarden Konzern, bei DNO einen größeren Hebel hat. Und wir sehen, das ist ungefähr hier bei vor Stavang, glaube ich, sind diese Felder, was sich natürlich auch beim hohen Ölpreis noch mehr lohnt. Trotzdem, es ist keine Wachstumsaktie. 2023 war man immer noch gerade profitabel, aber hat natürlich darunter gelitten, dass diese Pipeline zu war. Man konnte das Öl dann erst nicht verkaufen. Jetzt verkauft man es aktuell an solche lokalen Broker, die es dann, man will es besser nicht wissen, irgendwie rausschmuggeln etc. Aber es ist natürlich deutlich teurer mit LKWs. Also sie kriegen dafür halt nur 30 Dollar und aktuell ist der Ölpreis mehr als das Doppelte.
Und sie hatten halt schon im normalen Jahr auch dann, da gab es natürlich noch Abschreibungen, hier auch schon mal 380 Millionen verdient. 2020 wissen wir alle, da war Corona, da gab es auch schon mal negative Ölpreise. Das ist natürlich nicht so gut. Trotzdem, wenn wir sagen, 21 normales Jahr und mit den Nordsee-Funden sollte es eigentlich ein bisschen mehr sein, dann kann die Firma, denke ich, wenn die Pipeline wieder da ist, auch mal schnell 300 Millionen verdienen. Und die Schätzungen, die dort in Market Screener drin sind, sind dann zu konservativ. Ja? Das wäre dann 2er, 3er KGV. Das ist schon sehr, sehr wenig, zumal DNO wirklich auch westlich und shareholderfreundlich geführt ist. Die Norweger sind dann neutral. Also es gab dann auch Dividende. Aktuell gibt es eine Dividende von 10%. Die würde wahrscheinlich dann nochmal hochgehen. Auch Aktienrückkaufprogramme. Sie konnten auch die Schulden zurückfahren. Also inzwischen sind die Netto Interest Expenses noch bei 8 Millionen, was wirklich nicht viel ist. Das wird wahrscheinlich auch nochmal weiter runtergehen. Und Kurdistan ist natürlich, oder ganz Irak, auch darauf angewiesen, dass westliche Firmen da wieder mehr investieren, denn dann geht langsam die Produktion runter. Und eigentlich haben alle Interesse, dass das hier wieder läuft, ja, außer vielleicht Russland. Und deswegen glaube ich, dass man sich da irgendwie zusammenraufen wird. Es gab da jetzt mehrere Gespräche. Und früher oder später glaube ich, dass das passieren wird. Aber das ist natürlich der Hebel, dass diese Pipeline wieder kommt. Der Irak hat auch noch eine andere Pipeline, die dann in der türkischen Grenze hier zusammenkommt. Also die durch Kurdistan ist die neuere und diese andere sind am Reparieren. Und DNO hat halt die Verträge mit der kurdischen Regionalregierung. Also man muss einfach wissen, das ist natürlich etwas, wo es sehr, sehr viele verschiedene Moving Parts gibt. Aber gibt es auch noch 4, 5 anderen Aktien, wo natürlich der Hebel dann nochmal höher wäre, die nur ein Exposure dazu haben. Das wäre mir zu viel, aber auch unabhängig von Kurdistan, glaube ich halt durch das Nordsee Asset, ist einer der wenigen mittelgroßen Ölförderer in Europa. Die Deutsche Rohstoff ist ja auch eine Firma in Deutschland, die aber in der USA fördert. Deswegen finde ich das für einen europäischen Förderer ganz interessant. Und ich glaube, hier kann man, wenn durchaus auch mal ein 12er KGV vielleicht bezahlen, auf normalisierten Gewinn, nicht auf einen Peak-Gewinn. Und dann gäbe es hier vielleicht doch ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Und es ist aber halt etwas auch als Absicherung, dass im Ölpreis nochmal irgendwas passiert, gerade mit der russischen Infrastruktur. Das ist schon beachtlich, was da kaputt gegangen ist. Und wenn die Ukraine die Waffen nicht bekommt, werden sie das weiter ausweiten. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Und auch die Weltwirtschaft kommt wieder. Zuletzt haben die Ölfirmen auch wenig investiert. Da kann es dann kurzfristig halt auch nochmal zu höheren Ölpreisen kommen, die inflationsbereinigt ja gar nicht so hoch sind aktuell. Also als eine spekulative Beimischung in einem Dividendendepot, selbst wenn der Kurs hier stabil bleibt, ist 10% Dividende, wenn die Zinsen wieder fallen, auch nicht so schlecht, mit einem relativ soliden Basisgeschäft, mit einer Absicherung und halt auch noch einer Sondersituation mit dieser Pipeline. Aber ich empfehle jedem das natürlich, wer sowas interessant findet, sich selber auch nochmal ein bisschen intensiver anzuschauen, eine Präsentation durchzuschauen, etc. Aber wäre jetzt eine zweite Ölaktie neben der deutschen Rohstoff, die vielleicht auch eher mit mittelfristiger Perspektive gekauft worden ist. Deswegen auch noch kurz der Hinweis, ich bin indirekt in einem Wikifolio hier investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.